Alles in allem ist die Box absolut detailreich und sehr liebevoll gestaltet. Hallo liebe Dinosaurierfreunde, ich bin der Patrick und das ist Dinosaurs Toys & Merchandise, der Nerd-Kanal rund ums Thema Jurassic World und Dinosaurier. Und heute in diesem Video geht es um die Dr. Collectors Jurassic Park Welcome Kit Box. Diese Box wurde mir freundlicherweise von Get Digital zur Verfügung gestellt, der Online-Shop für Nerds. Den Link zum Shop bzw. zu diesem Produkt habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Schaut da gerne mal rein, die haben wirklich eine ganze Menge coolen Stuff für Nerds zum Thema Star Wars, zum Thema, ach weiß der Geier was. Die haben so viele coole Sachen, die man vor allen Dingen auch benutzen kann und nicht bloß in den Schrank stellen kann. Also schaut da gerne mal rein. Und wenn du übrigens genauso ein Dinosaurier-Nerd bist, wie ich es bin, dann lass jetzt gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Jetzt schauen wir uns aber die Box mal im Detail an und gucken einfach mal rein, was hier so drin steckt. Los geht's! Diese offizielle Willkommensbox ist mittlerweile schon die zweite Version, die Dr. Collector veröffentlicht hat. Die Box selbst ist aus Blech hergestellt und wurde mit einem matten Druck versehen, was mir einen sehr wertigen Eindruck vermittelt. Die Box erinnert mich durch ihre gelbe Farbe an die Regenmäntel, die das Parkpersonal in Jurassic Park trägt. Ich finde es sehr schön, dass die Box schon einige Abnutzungsspuren aufweist, das lässt das Ganze noch realistischer wirken. Das Logo und der Jurassic Park Schriftzug an der Seite der Box sind in das Blech eingeprägt, wodurch ein dreidimensionaler Effekt entsteht. Auf der Rückseite ist zusätzlich noch ein Einleger eingelegt, der uns im verpackten Zustand zeigt, was in der Box enthalten ist. Beim Öffnen der Box finden wir zuerst ein Begrüßungsschreiben von John Hammond, CEO von InGen und dem Vater von Jurassic Park. Dieser Brief ist genau wie die gesamte Box in englischer Sprache gehalten und wirkt durch das schwere Papier besonders realistisch. Unter dem Brief befindet sich eine gelbe VIP-Besucherkarte, welche aus einem stabilen Kunststoff hergestellt ist. Die kleinen Details wie der Strichcode oder der kleingedruckte Schriftzug verleihen dem Pass einen sehr realistischen Eindruck. Ein kleines Highlight ist die 3 Tage gültige Eintrittskarte für eine erwachsene Person zu einem günstigen Vorzugspreis von $550. Das Ticket ist aus einem dünnen Karton gefertigt und ist wirklich liebevoll gestaltet und auch hier sind es die kleinen Details wie der Leistungsumfang des Tickets, die das Ganze glaubwürdig macht. Selbst die darunterliegende EVA-Schaumeinlage ist mit dem Jurassic Park Schriftzug versehen worden und dazu kann ich einfach nur sagen, dass Dr. Collector das Ganze wirklich absolut liebevoll gestaltet hat. Darunter finden wir mein persönliches Highlight in dieser Box, den legendären When Dinosaurs Rule the Earth Banner aus dem Jurassic Park Besucherzentrum. Dieser ist aus richtigem Stoff hergestellt und mit einer Länge von 140 cm und einer Breite von gut 15 cm nicht gerade klein. Dieser Banner ist aus meiner Sicht ein absolutes Muss für jeden eingefleischten Jurassic Park Fan und ideal dafür, um damit eure Sammlung optimal in Szene zu setzen. Als nächstes finden wir eine Karte mit insgesamt 5 verschiedenen Ansteckbutton. Auf den Metallbuttons ist im Hintergrund die Isla Nublar als Umriss und im Vordergrund die charakteristischen Icons und Namen der einzelnen Dinosaurierarten aufgedruckt. Die gleichen Symbole werden im Film auch an den Gehegen verwendet, was man gut auf der Fahrzeugtour beim Dilophosaurus sehen kann. Darunter befindet sich wiederum ein im Durchmesser ca. 10 cm großer Jurassic Park Stoffpatch, der aufgebügelt werden kann. Dieser ist sehr detailreich umgesetzt, was man gut in den einzelnen abgesetzten Zähnen oder an den Palmen im unteren Teil erkennen kann. Das nächste Gimmick in dieser Box ist ein Jurassic Park Metallpin. Dieser hat an der breitesten Stelle einen Durchmesser von gut 32 mm und trotz seiner geringen Größe heben sich die einzelnen Elemente gut voneinander ab. Beachtlich finde ich, dass keinerlei unsaubere Stellen erkennbar sind. Und natürlich finden wir auch hier auf der Rückseite die typische Anstecknadel. Darunter finden wir einen sehr stabilen und fein gedruckten Aufkleber mit dem Jurassic Park Symbol und unserer Rexy-Dame, die im Comic-Stil gehalten ist. Ein richtiges Retro-Gefühl bekomme ich bei der beigepackten Postkarte. Der matte Karton in Kombination mit dem gemalten Bild lässt die Karte wie aus den 90er Jahren wirken. Besonders gefällt mir, dass das Bild gemalt und nicht wie heute üblich digital erstellt wurde. Auf der Rückseite könnt ihr, ganz wie in alten Zeiten, eure Urlaubserlebnisse auf Isla Nublar festhalten. Als nächstes finden wir ein hellgrünes Schlüsselband. Dieses ist ca. 48 cm lang und ist ebenfalls mit dem gelben Jurassic Park Schriftzug versehen, wobei ich mir persönlich auch ein gelbes oder rotes Band
hätte gut vorstellen können. Optional könnt ihr natürlich auch an das Schlüsselband euren VIP-Pass befestigen. Als nächstes finden wir ein Prospekt, welches ihr garantiert schon einmal gesehen habt. Es kommt in der Tyrannosaurus Rex Szene vor, in dem Grant im Kofferraum des Explorers nach der Leuchtfackel sucht. Die Innenseiten sind neben dem gezeichneten Eingangstor von Jurassic Park mit allgemeinen Informationen und Bildern rund um den Park ausgestattet. Auf der Rückseite des Prospektes finden wir auch eine Werbeanzeige für die noch in den 90er Jahren üblichen analogen Farbfilmen. Mehr Retro-Gefühl geht eigentlich nicht. Wird das Prospekt aufgeklappt, finden wir eine Karte von Isla Nublar, die uns die Übersicht über die damaligen Gebäude und die Gehege der Dinosaurier geben. Das nächste enthaltene Prospekt stammt wohl offensichtlich aus einem der Tourfahrzeuge, denn darin wird die Funktionsweise der Nachtsichtgeräte erklärt, das Timmy im Jurassic Park verwendet. Mir gefällt sehr, dass die Konzeptzeichnungen von Jurassic Park für dieses Prospekt verwendet wurden und sich die farbliche Gestaltung ebenfalls wie die Nachtsichtbrille an den Tourfahrzeugen orientiert. Alles in allem ist die Box absolut detailreich und sehr liebevoll gestaltet. Sie überzeugt mich zu 100% und ich kann sie daher nur jedem Jurassic Park Fan wärmstens empfehlen. Ja, liebe Dino-Freunde, ich hoffe, euch hat die Jurassic Park Welcome Box genauso gut gefallen, wie sie mir gefällt. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da. Wenn du weiteren Content rund ums Thema Jurassic Park Merchandise sehen willst, dann schau dir doch gerne die Wandlampe an oder das Schachspiel. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dinosaurs, Toys and Merchandise. Tschüss!